Für unseren zweiten Fachimpuls möchte ich gerne Elisabeth Breitkopf-Brugschen vorstellen. Sie ist Historikerin und arbeitet seit 2011 am Deutschen Historischen Museum in Berlin. Dort leitet sie die Stabsstelle Gremienarbeit und Kooperation. Mit dem Ziel, neue Perspektiven für Besucher zu öffnen, arbeitet sie an gamifizierten Vermittlungsmethoden, um komplexe historische Zusammenhänge besser greifbar zu machen. Es geht um spielerische Zugänge unter der Voraussetzung wissenschaftlicher Genauigkeit. Aus diesem Vorhaben entstand das Projekt Herbst 89 auf den Straßen von Leipzig, eine interaktive Graphic Novel, bei der Museumsbesucherinnen sich in die Rolle von 7 Figuren begeben und den Geschichtsverlauf mitbestimmen können. Ich freue mich auf die Erkenntnisse und Einsichten, die sie mit uns teilen wird, und bitte Sie jetzt gerne nach vorne. Herzlich willkommen, Elisabeth Breitkopf-Brugschen. So. Ja, hallo erstmal. Ich bin also die aus dem analogen Raum, wie ich gerade erfahren habe. Also ich bin die, die sozusagen jetzt aus der Praxis kommt, aus dem Museum und da eben ein Praxisbeispiel vorstellen möchte. Und ich weiß jetzt nicht genau, hoffentlich habe ich nicht das gleiche Problem wie du. Wie komme ich, genau? Ah, okay, super. Ja, vielleicht erst einmal, wo komme ich eigentlich her? Deutsches Historisches Museum in Berlin, ich weiß nicht, ob das alle kennen, ist also das Nationalmuseum für deutsche Geschichte in Deutschland. Wir sind direkt positioniert unter den Linden. Das ist ein großer Luxus, weil uns die Besucher quasi ins Haus fallen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben in normalen Zeiten, ich sage jetzt mal vor Corona, 800.000 Besucher pro Jahr durchschnittlich gehabt. Wir haben also einen sehr guten Durchlauf, wir haben auch sehr guten Zuspruch und ich kann auch sagen, also wenn ich hier immer höre, Museen in der Krise und so weiter, kann ich sagen, unseres ist es nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo das immer so hergenommen wird. Museen haben meines Erachtens sehr regen Zuspruch, also vielleicht auch anders als zum Beispiel Oper oder manchmal auch Theater. Also wir haben auch, weil wir unsere Besucherstruktur sehr gut analysieren. Wir haben Durchschnittsalter bei den Individualbesuchern von 42 Jahren. Das ist relativ jung und wenn man da die ganzen Schulklassen noch zunimmt, dann haben wir also im Vergleich dazu eben ein sehr, sehr junges Publikum. Und das ist gut. Und ja, deshalb, das wollte ich einfach mal reinwerfen. Und ich fange jetzt, apropos werfen, an. Ja, also was haben wir gemacht? Wir haben mit Herbst 89 auf den Straßen von Leipzig eine interaktive Graphic Novel entwickelt. Und zwar, also das vielleicht vorweg kann man da eben sagen, also es ist eben kein super Hightech-Spiel, sondern es ist ein Spiel mit Illustrationen, illustriert von Alexander Roncalier. Und in diesem Spiel thematisieren wir die Ereignisse um den 9. Oktober 1989 in Leipzig. Dazu sage ich vielleicht gleich noch was dieser Tag eigentlich bedeutet hat. Und wir lassen an diesem Tag 7 Spielfiguren, 7 Charaktere, die sehr unterschiedliche Positionen einnehmen, eben diesen Tag durchlaufen und die Personen können und sollen Entscheidungen treffen und bestimmen dadurch den Tagesverlauf mit. Ich weiß nicht, also es gab auch einen Link zu dem Spiel, also man kann es ja auch zu Hause spielen. Ich weiß nicht, hat es irgendjemand schon mal angeguckt oder gespielt sogar? Noch nicht. Also kann man machen. Wir haben uns eben bei diesem Spiel entschlossen, den 1989, also die Ereignisse rund um die friedliche Revolution, wie man sie bezeichnet, zu wählen. Und zwar den 9. Oktober. Der 9. Oktober liegt ja bekanntlich einen Monat direkt vor dem 9. November. Und wir wissen alle, was am 9. November passiert ist, nämlich Maueröffnung. Und einen Monat vorher gab es eben diesen sehr historisch bedeutsamen Tag in Leipzig, den 9. Oktober, an dem sich 70.000 Demonstranten auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein riesiges Polizeiaufgebot in Leipzig gegenüberstanden.
Und an dem Tag stand sozusagen die Möglichkeit einer sogenannten chinesischen Lösung in der Luft. Vielleicht weiß nicht, wer es so geschichtsbeflissen ist. Im Sommer haben ja auf dem Platz des himmlischen Friedens gab es ja die gewaltsame Niederschlagung der Proteste in China. Und das SED-Regime damals hat also diese Niederschlagung offiziell als sehr positiv bewertet. Egon Krenz ist auch nach China geflogen und hat nochmal gesagt, das war genau richtig, was ihr da gemacht habt. Und man muss sich eben vergegenwärtigen, dass es eben 1989 in Leipzig, später auch in Berlin und überall in der DDR wahnsinnig gefährlich war, auf die Straße zu gehen. Es ist eben was anderes, ob man heute vielleicht in Berlin für, weiß ich nicht was, demonstriert oder ob man eben damals auf die Straße gegangen ist. Und das wissen wir natürlich auch, wenn wir in Richtung Osten gucken, dass das eben mit einem ganz anderen Gefahrenpotenzial verbunden war. So, und an diesem Tag stand eben die Möglichkeit dieser sogenannten chinesischen Lösung in der Luft. Also die Frage war, wird dieser Tag friedlich bleiben? Und die Leute, die eben auf die Straße gegangen sind, damals diese 70.000, haben eben extrem etwas riskiert. Und in unserem Spiel thematisieren wir genau das. Also wir lassen 7 Protagonisten, die an diesem Tag eben eine Rolle einnehmen, an diesen Ereignissen teilhaben. Und sie müssen Entscheidungen treffen. Sie müssen eben mitbestimmen, wie dieser Tag ausgeht. Und Ziel ist des Spiels, dass dieser Tag friedlich verläuft. So, wir haben 7 Erzählperspektiven, also wir haben 7 Figuren, schicken wir ins Rennen. Davon sind 2 richtig Personen der Zeitgeschichte, nämlich Egon Krenz und Kurt Masur. Also Egon Krenz werden die viele kennen, Kurt Masur war damals Kapellmeister am Leipziger Gewandhaus, vielleicht auch da bekannt, eine sehr prominente, wichtige Figur auch für Leipzig. Und er hat damals eben zusammen mit 5 anderen namhaften Persönlichkeiten aus Leipzig einen Aufruf verfasst und zur Gewaltlosigkeit aufgerufen. Auch das sehr mutig von ihm und hat das eben als während der Demonstration dann eben über Lautsprecher kundgetan, also hat diesen Aufruf verlesen und hat dadurch auch wesentlich dazu beigetragen, dass es auf beiden Seiten friedlich blieb. So, und dann haben wir noch 5 fiktionale Personen entworfen, nämlich eine Bürgerrechtlerin, dann eine Krankenschwester, dann eine Lehrerin, die auch zeitgleich SED-Mitglied ist, dann ein Kameramann, der in der Opposition ist, und den Bereitschaftspolizisten Thomas Z. Das sind also alles Figuren, die wir sehr stark an reale Figuren angelehnt haben oder an Kollektivbiografien, also alles extrem wissenschaftlich fundiert, das ist mir wichtig zu sagen. Und das war also bei der Entwicklung dieser Positionen oder dieser Figuren eben ganz, ganz wichtig. Und es ist eben auch bezeichnet, dass all diese Figuren sehr in Grauzonen sind. Also wir haben jetzt nicht der Gute auf der einen Seite und der Schlechte auf der anderen, sondern es geht eben wirklich darum zu zeigen, dass diese Menschen alle unterschiedliche Interessenlagen hatten und dieses Interesse ja auch erstmal berechtigt war aus ihrer Position heraus und dass man sozusagen in diesem Spiel auch dazu animiert, erstmal überhaupt die Perspektive eines anderen Menschen einzunehmen. Ja, was hatten wir für eine Intention bei dem Ganzen? Also wir wollten zum einen erstmal überhaupt ein Experiment wagen. Wir sind aufgefordert worden, mitzuwirken bei dem Verbundprojekt Museum 4.0. Ich weiß nicht, ob das so der ein oder andere kennt. Das war ab 2021 ein Projekt, bei dem neue digitale Formate für Museen entwickelt werden sollten. Und wir haben dann eben gesagt, ja, machen wir mit. Toll. Wussten aber alles noch gar nicht, was wir da eigentlich machen wollen. Und unsere Intention war erstmal eben natürlich auch, neue digitale Formate zu entwickeln, das im Museum zu implementieren, mal ja auch zu erforschen, wie funktioniert das eigentlich und wie können wir sozusagen auch mal versuchen, historische Inhalte auf eine andere Art und Weise zu transportieren.
Und ja, wir hatten vorhin auch gehört, du hast ja schon gesagt, Selbstwirksamkeit, also wirklich eben Leute auch zu befähigen, aktiv mitzuwirken, also nicht wie in einer klassischen Ausstellung, ich gehe durch und habe vielleicht noch ein paar interaktive Elemente, sondern wirklich eben zu sehen, so was kann ich tun? Und dafür bietet sich eben dieses Spiel sehr gut an. Also hier ist Stichwort historische Urteilskraft. Das ist also sozusagen das Hauptprogramm unseres Museums. Leute befähigen, historisch wirklich zu urteilen. Und zu urteilen ist etwas anderes, als eine Meinung zu haben. Und das sage ich auch so, weil natürlich sehr viel gerade auch über Social Media immer alles über Meinungen geht. Es geht nicht nur darum, eine Meinung zu haben, sondern die auch im Ernstfall verteidigen zu können und dafür einzustehen. Ja, warum haben wir uns für die Mittel des Game Designs entschieden? Also als wir angefragt wurden, uns an diesem Projekt Museum 4.0 zu beteiligen, war also überhaupt noch nicht klar, welche Technik wir wählen. Wir sind ja ein historisches Museum und uns war erstmal einfach wichtig zu überlegen, so was wollen wir eigentlich für Inhalte vermitteln? Und dabei haben wir eben gesagt, okay, wir wollen den Gedanken vermitteln, dass Geschichte offen ist. Also dass Geschichte wirklich etwas ist, was nicht auf ein Ziel zuläuft und was auch nicht sozusagen der Rechtfertigung, der Legitimation von Macht dienen kann. Also viele wollen uns ja weismachen, dass Geschichte eben sozusagen auf ein Ziel zuläuft, nämlich genau auf ihre eigene Herrschaft. Genau das wollen wir sozusagen hiermit auch widerlegen und eben sagen, Geschichte ist offen, läuft nicht auf ein Ziel zu und ist eben abhängig von Entscheidungen, von Handlungen, aber auch von Zufällen. Und da haben wir eben gesagt, okay, das ist eigentlich durch, das kam im Prozess dann in der Entwicklung, das ist eigentlich durch das Spiel, also durch Gaming, total gut zu transportieren, weil man im Spiel eben genau das, was haben wir auch schon gehört, man muss handeln, man muss wirklich eine Entscheidung treffen und etwas machen. Und das ist sozusagen, ja, deshalb haben wir uns letztendlich dann eben fürs Game entschieden. Und ich gehe mal weiter, genau. Wir haben sozusagen uns so ein bisschen, wir haben uns damit beschäftigt, eben was sind eigentlich Serious Games und so weiter und sind eben bei unserem Spiel in diese Richtung gegangen. Also wirklich auch zu sagen, wir koppeln Erkenntnis mit Unterhaltung. Auch diesen Aspekt hatten wir jetzt schon hier des Öfteren, also wie wichtig es ist, auch nicht nur sozusagen kognitiv die Menschen anzusprechen, sondern eben auf verschiedenen Ebenen. Dann, was uns noch sehr wichtig war, war eben dieser Faktor Multiperspektivität. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Geschichte auch von unten. Also häufig ist es ja so, man kommt irgendwie in ein Museum und dann hat man eben sozusagen politische Geschichte und diese Alltagsgeschichte kommt ja oft zu kurz. Ganz einfach deswegen, weil es auch oft nicht Zeugnisse davon gibt. Also wenn man sehr stark im Analogen bei den Objekten bleibt, ist es manchmal schwierig, Geschichte von unten zu erzählen. Und das ist natürlich bei so einer Sache, wo man eben diese Figuren hat, die auch aus der Normalbevölkerung kommen, dann eben einfacher. Und wichtig war uns natürlich auch dieser wissenschaftliche Anspruch, also das muss ich auch sagen, also wir haben vielleicht bei dem Spiel, also wenn man es eben durchläuft, wie gesagt, ist eine interaktive Graphic Novel, es ist nicht technikfixiert oder es ist sehr wahrscheinlich für manche sagen, also von der Technik könnte man da ja noch viel mehr machen. Ja, könnte man machen, kostet aber auch sehr viel Geld und wir haben unser Geld sozusagen auch in die wissenschaftliche Ausarbeitung gesteckt. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir haben also sehr viele Zeitzeugengespräche geführt. Wir sind in Archive gegangen und. Also das Ganze ist extrem wissenschaftlich fundiert, was man sozusagen nicht nur in der Story und in den Fakten sieht, sondern eben auch wirklich, wie das Spiel gestaltet ist, was die Leute anhaben, wie die ganze Szenerie ist. Also wir wollten auch 89 und zwar in Leipzig. So, ja, wir wollen heute ja so ein bisschen auch darauf eingehen, wie interagiert man eigentlich mit dem Publikum. Und da habe ich jetzt einen Aspekt rausgegriffen, was bei uns bei der Entwicklung des Spiels so wahnsinnig wichtig war. Und das haben wir vorhin ja auch schon mal so tangiert. Eigentlich war das Besondere, dass wir dieses Spiel, als es noch nicht fertig war, nämlich als Prototyp, im Museum gezeigt haben, 4 Wochen lang und getestet haben.
Und das ist eigentlich für uns als Deutsches Historisches Museum schon ein wahnsinniges Experiment, weil wir zeigen natürlich normalerweise nicht etwas, was noch nicht fertig ist und was nicht sozusagen höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und so weiter. Und das war insofern eben für uns auch wirklich was Neues, etwas, was vielleicht beim Gaming gar nicht neu ist, sondern da macht man das natürlich, gerade auch wenn man ein Spiel nachher verkaufen will. Da muss man ja wissen, was eben beim Publikum auch wirklich ankommt. Wir haben hier getestet, wir haben eine eigene Game-Station richtig eingerichtet und da sieht man also die 7 Spielfiguren, hatten damals auch noch jeder Spielfigur ein Objekt aus unserer Sammlung zugeordnet. Hier vorne sieht man zum Beispiel beim Bereitschaftspolizisten einen Helm und einen Schlagstock, wie er also in Leipzig verwendet wurde. Rechts im Bild auch eine Kamera, mit der Kameramann aktiv geworden ist, also der hatte wirklich auch ein historisches Vorbild. Und wir wollten sozusagen da auch auf diese Weise das Analoge mit dem Digitalen verknüpfen, also auch wirklich zu sagen, wir sind im Museum und das auch zu testen, also wie wirkt das eigentlich, kommt das eigentlich an? Wir haben ganz viele Fokusgruppengespräche durchgeführt, also haben Leute spielen lassen, danach alles ausgewertet, wir haben getrackt, also welche Spielfiguren werden vorzugsweise gespielt, wie hoch ist die Abbruchquote und so weiter und so fort. Wir haben auch ganz klassisch ein Besucherbuch ausgelegt, also wo man einfach auch mal analog was eintragen konnte. Also wir hatten wirklich sehr viele Möglichkeiten und haben evaluiert. Und genau, was haben wir getestet? Wir haben getestet Gestaltung und Design, also überhaupt, wie kommt das, wie ist die ganze Szenerie, wie kommt die an? Die Rauminstallation eben, auch das Leitsystem, Texte, insgesamt eben das Raumerlebnis und das Besuchsverhalten. Das ist vielleicht wichtig, weil das, ja, was man so normalerweise unter diesem Stichwort Visitor Journey eben sieht, also wie kann man den Besucher abholen? Also wie kann man wirklich dafür sorgen, der kommt ins Museum rein und hat ein gutes Erlebnis? Und das ist sozusagen bei dem Spiel für uns zum Beispiel eine extrem wichtige Erkenntnis gewesen, dass es so unheimlich wichtig ist, gerade wenn man das im Museum präsentiert und man hat eben doch vielfach kein so medienaffines Publikum, ist es einfach wichtig, dass es total niedrigschwellig ist, dass man sofort versteht, was muss ich hier tun. Ja, so, denn die Frustrationstoleranz ist sehr gering, gerade im Museum. Also wenn ein Besucher oder ein Nutzer sozusagen nicht sofort merkt, das kann ich irgendwie so zack, zack, dann bricht er ab. Und das fängt schon an, wie man sozusagen empfangen wird im Raum. Also wenn ich das Gefühl habe, ich komme rein und denke, das ist gar nichts für mich, ja, weil das hat irgendwas mit Technik zu tun und schnell wieder weg, weil da könnte ich ja sogar noch bei beobachtet werden, dass ich mich doof anstelle, dann macht man irgendwas falsch. Und das war nochmal für uns eine ganz wichtige Erkenntnis und ist auch nachher auch, was das Spiel selber angeht, nochmal ganz, ganz wichtig gewesen, dass man wirklich dieses Phänomen, dass man eben, wenn man Erkenntnisgewinn erzielen möchte, also auch wirklich einen kognitiven Prozess in Gang setzen will, dann dürfen die Leute durch das Drumherum nicht gestört werden. Das ist sowas, das haben wir auch sehr stark in Evaluationen von normalen Ausstellungen gemerkt. Wenn die Leute nicht ein ganz einfaches Wegeleitsystem haben und sich nicht stressen damit, dass man jetzt suchen muss, wo muss ich ansetzen oder man hat viel zu viele Objekte und weiß nicht so genau, wo ist eigentlich was, wo ich ansetzen kann, dann setzen diese kognitiven Prozesse nicht ein. Also das ist also auch was, was sozusagen ja in der Hirnforschung mittlerweile sehr stark so betrachtet wird, dass man wirklich eben guckt, dass alles so miteinander geht. Das haben wir heute ja auch auf dem Panel hier vorhin schon mal gehört. Es war also auch für uns nochmal, hat sich das bestätigt. Dann haben wir das Spiel eben selber auch getestet, also eben zu gucken, wie kommen die Protagonisten an, sind die glaubwürdig, sind die authentisch. Dann haben wir auch geguckt, also wie sind die Handlungsabläufe, gefällt es den Leuten, was sie entscheiden müssen. Da
kam dann auch häufig, es hätte auch ein bisschen mehr noch so eskalieren können und so weiter. Ja, so, also die Leute wollten da ein bisschen mehr Action. Also wir haben das eben sozusagen mit unter die Lupe genommen, auch die ganzen Storylines, die den spielerischen Charakter, also war es den Leuten genug Spiel, zu wenig Spiel, wollten sie noch etwas haben. Und diese ganzen Faktoren haben wir uns auch angeschaut. Ja, das Spiel haben wir dann daraufhin weiterentwickelt. Wir hatten also das Glück, nach Museum 4.0 dann noch in das Förderprogramm von Dive In zu kommen und hatten eben nochmal Gelder, um im Verlauf eines Jahres das Spiel weiterzuentwickeln und haben es dann implementiert in unserer Ausstellung Roads Not Taken oder es hätte auch anders kommen können, die noch bis Ende nächsten Jahres bei uns gezeigt wird. Also alle kommen, ist eine super Ausstellung, finde ich. Und da haben wir eben einen Raum richtig auch als Game-Station gestaltet, diesmal eben anders, als wir das sozusagen in dem Testlauf hatten. Und das finde ich jetzt, also das war zum Beispiel auch interessant, wir haben die Objekte weggelassen, ganz einfach, weil das, also schon in der Ausstellung in Roads Not Taken ist es schon sehr viel, was man an Objekten sieht, da haben wir gesagt, das ist too much. Also auch da eine Reduktion und wir haben aber hier zum Beispiel das auch so zum gemeinschaftlichen Erleben von Museum. Wir haben hier so Hörnischen installiert und zwar da sitzen jetzt zwar nur einzelne Personen, aber eigentlich ist es so gemacht, dass immer zwei in einer Nische sitzen und das war sozusagen sowas, was wir bei dem Testlauf so sehr gemerkt haben, dass unheimlich viele Leute zu zweit dieses Spiel spielen und dann sozusagen miteinander diskutieren und die Entscheidungen diskutieren und sagen, so. Und das war eigentlich, ist das das Spannende, weil man natürlich in dieser Diskussion, in dem Austausch darüber auch nochmal einen ganz anderen Erkenntnisgewinn hat. Und also wir, auch dazu haben wir sozusagen unsere Besucherstruktur erforscht, also ungefähr 80% kommen nicht alleine, also nur 20% kommen wirklich alleine ins Museum. 80% kommen in irgendeiner Konstellation mit Partner oder so. Und gerade eben in dieser Zweierkonstellation kommen die meisten, in welcher Form auch immer, aber ungefähr 60%. Und die finden das eben auch ganz toll, sich dann eben in so eine Hörnische zu setzen. Man hat auch da, wir haben eben extra auch nicht mit Kopfhörern oder so, damit man sozusagen nicht vereinzelt, sondern wir haben das über so ein Soundsystem, dass man eben, ne, das so Hörnischen, also so Duschen, Hörduschen kommt es dann raus. Und dass man sozusagen das wirklich als Gemeinschaftserlebnis hat. Und gleichzeitig ist das so gut schallisoliert, dass sozusagen die Gespräche, die in der einen Nische stattfinden, nicht unbedingt bei den anderen gehört werden. Also das ist ganz gut ausgelotet. Und ja. Ja, vielleicht nochmal so, was haben wir eigentlich geändert in dem Spiel? Also was hat uns sozusagen der Input von den Besucherinnen und Besuchern gebracht? Wir haben also ein sehr umfangreiches Sounddesign integriert. Da haben wir nochmal sehr viel reingesetzt, weil das so diese Sounddimension wirklich nochmal so was Immersives wirklich hat. Das lässt die Leute richtig eintauchen. Dann haben wir Intros und Outros implementiert. Also gerade beim Intro, wir haben auf 1,5 Minuten einen Film eben gemacht, dass die Leute ganz schnell wissen, was ist eigentlich da in Leipzig passiert. Weil das haben ja die meisten gar nicht, also als Background. Das ist auch nochmal interessant, wie viel Vorwissen man eigentlich sozusagen verlangt, auch wenn man in ein Geschichtsmuseum geht. Wir haben über die Hälfte internationales Publikum und je weiter man natürlich von solchen Geschehnissen entfernt ist, also wenn man jetzt eben, was weiß ich, aus London oder Peking oder irgendwoher kommt, dann weiß man natürlich überhaupt nicht, was am 9. Oktober 1989 passiert ist. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht so despektierlich ist und man immer so denken muss, ach, das müsste eigentlich jeder wissen. Nein, muss man gar nicht wissen, weil wenn ich nämlich nach London fahre, dann kenne ich mich ja auch nicht so genau in der Geschichte aus. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben überhaupt eben das Design nochmal überarbeitet, auch die Navigation, einfach die Handhabung, also dass man wirklich eben nicht gestresst ist durch schwierige Handhabung. Wir haben die Storylines verändert, auch nochmal in Richtung Verknüpfung von der einzelnen Geschichten und Figuren.
Wir haben dann auch noch mal diesen Spiel, also dieses Spielerische ein bisschen ausgeweitet, eben das durch Point of Interest zum Beispiel, oder dass man eben so Fundstücke sammeln kann und so weiter und noch ein bisschen mehr den Spielerfolg gespiegelt bekommt, und Tutorials, um historisches Hintergrundwissen zu liefern, wenn man das möchte. Ja, vielleicht am Ende noch kurz einfach nur, weil nochmal Bildansichten, wie sieht das Ganze also aus und was haben wir sozusagen da auch nochmal geändert. Man kann eben da sehr leicht durchnavigieren. Alles ist eigentlich durch Wischen, Tippen und so weiter, nicht mehr, um das wirklich sehr einfach zu handeln. Und ja, es ist eine Einladung, also jeder kann es auch zu Hause spielen, am besten auf dem Tablet. Dafür ist es gemacht und ja, vielen Dank.